Was geht ab, Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Heute steht mein insgesamt viertes Vorbereitungsspiel an, das Halbfinale in unserem Vorbereitungsturnier. Wir wollen das Ding natürlich gewinnen, das heißt, heute Sieg ist Pflicht. Und deswegen würde ich sagen, Tasche wird gepackt und dann geht's los zum Spiel. Kennt ihr das, wenn ihr so viele Sachen einpackt und dann trotzdem denkt, irgendwas muss ich vergessen haben, dann seid ihr beim Treffen und ihr wisst genau, was ihr vergessen habt. Aber heute vergesse ich nichts, direkt alles einpacken. Zwei Trikotsätze, Warmach-Shirt, Schuhe, Unterwäsche, Kamera, Schienbeinschoner, Riegel, extra Riegel, weil bestimmt irgendwer schnorren will, Tape und hier Kick-Off und Recovery. Mehr braucht man nicht und wenn ihr euch fragt, warum ich zwei Paar Schuhe habe, dann weil der einfach nicht mehr lange durchhält. Ich glaube, das ist das letzte Spiel von denen heute, aber eigentlich will ich das Finale auch noch zocken mit denen, wenn wir so weit kommen. Denn heute ist Halbfinale. Und da starten wir direkt rein. Für mich geht es diesmal auf die 10er-Position. 4-2-3-1 ist ja quasi meine Lieblingsposition, auch wenn ich die länger nicht mehr gezockt habe. Und hier ist direkt die erste Aktion. Geht los mit einem Fehlpass. Wir mit den weißen Trikots, da hatte mein Stürmerkollege den Ball sehr, sehr geil abgelegt. Und dann habe ich den Pass einfach nicht mehr weiter an den Mann gebracht. Trotzdem setzen wir gut nach, dass da der Gegner nicht wirklich rauskommt. Gegner Berghofen ist Dritter in der Kreisliga A geworden. Also genau die Mannschaft, die quasi Sölde 2 hinter sich gelassen hat, um aufzusteigen. Und jetzt geht's hier los mit einer Ecke von mir. Die kommt auch gar nicht schlecht rein. Jetzt hier nochmal scharf gemacht. Und jetzt will ich den Ball da hart in den Rückraum spielen. Gegner hat aber aufgepasst und deswegen haben sie hier den Ball wieder zurückerobert. Weiter geht's jetzt hier mit einer Aktion im Mittelfeld. Da kommt der Ball jetzt hier gut durchgesteckt. Ich will den erst annehmen, lass den dann durch die Beine. Und da ist die beste Chance in dem Spiel. Gut und gerne kann da mal das 1:0 fallen. Und das war auf jeden Fall gut durchgespielt. Weiter Ball von unserem Rechtsverteidiger wird hier hoch reingebracht. Geil mit dem Kopf in die Mitte gelegt. Und die nächste richtig gute Chance. Jetzt hier wirklich das Spiel on fire. Da spielen wir stark auf das 1:0. Nächste Ecke von mir wird dann auch wieder gefährlich. Allerdings ist dann der Gegner auch noch am Start. Ball jetzt bei mir. Den spiele ich jetzt hier nochmal raus auf die rechte Seite. Flanke kommt dann auch rein, ist aber ein bisschen zu weit und deswegen hier keine gefährliche Aktion. Nächste Ecke, wieder ein Kopfball, aber wieder kein Tor aus der Ecke. Also ich glaube schon die dritte Ecke im Spiel. Das war auf jeden Fall eine gute Szene. Und jetzt kommt der Ball hier zu mir. Den will ich dann weiterspielen. Kommt auch an, bisschen zu kurz vielleicht trotzdem. Und deswegen hier der Ballverlust. Und da entsteht jetzt hier eine gefährliche Szene draußen, nämlich einen Konter über die andere Seite, über unsere linke Seite, rechte Seite vom Gegner. Jetzt sind sie hier sogar nochmal am Ball, können in den 16er gleich gehen, beziehungsweise kombinieren sich hier durch. Und jetzt gibt es den Abschluss, Keeper ist aber da und am Ende fällt hier jetzt kein Gegentreffer. Weiter geht's mit einer Balleroberung von mir. Hier komme ich an Ball, springt dann aber ein bisschen zu weit weg und deswegen Einwurf für den Gegner. Jetzt bin ich hier wieder am Ball, spiele auf die rechte Seite raus und ja, nächste Aktion jetzt hier, ein Ballgewinn, glaube ich, ist das. Verteidiger nimmt den hier an, ich setze ihn unter Druck und am Ende spielt er den dann ins Aus. So, die gefährlichen Szenen bleiben jetzt gerade so ein bisschen aus in der Mitte des Spiels. Jetzt sind wir, glaube ich, schon so in der 30. Minute ungefähr. Hier verliere ich erst den Ball, können den dann aber wiederholen, entsteht aber auch keine gefährliche Aktion draus. Jetzt aber mal für den Gegner eine gefährliche Aktion, nämlich nach diesem Ball, der wird noch abgeblockt, wird aber immer noch scharf gemacht und zwar will er hier jetzt, oder kann er schießen, spielt aber nochmal auf links raus im 16er und dann geht der Ball hier gegen den Pfosten. Da haben wir Glück, dass es hier nicht das Gegentor gibt und ja, das Spiel hier jetzt fast schon zu Ende mit der ersten Halbzeit, geht ja nur 2x40 Minuten in diesem Turnier. Jetzt haben wir aber hier nochmal den Ball auf unserer rechten Seite und ich laufe hier durch. Geh jetzt hier in den 16er rein, nimm das Tempo mit, geh ins Dribbling. Eigentlich alles richtig gemacht und dann ist der Abschluss einfach nicht gut. Vor allem mit dem Lauf so zentral hätte ich den mit links einfach nur in die Ecke legen müssen. Und es steht hier dann 1:0 für uns, ist aber nicht passiert. Endphase vom Spiel ist trotzdem jetzt ein bisschen besser, beziehungsweise wird wieder hektischer, gibt wieder mehr Torchancen. Hier setze ich nach, kann den Ball wiederholen und dann gibt es die Flanke, die aber ein bisschen zu kurz ist. Ball jetzt bei mir, den will ich festmachen, spiele dann weiter auf die linke Seite. Nächste Flanke, die gut kommt und dann wird der Ball hier von unserem Stürmer festgemacht, dreht sich nochmal, Abschluss ist dann aber ein bisschen zu unpräzise. Letzte Aktion jetzt vor der Pause, da laufe ich nochmal den Verteidiger an, der hat dann einen unkontrollierten Ball, wir kommen wieder in Ballbesitz, jetzt will ich den hier direkt weiterspielen, verstolper dann ein bisschen, geh ins Dribbling am ersten vorbei, dann sind es aber zu viele und ich verliere hier den Ball. Wir setzen aber immer geil nach, jetzt können wir nochmal die Flanke reinbringen, Ball jetzt bei mir und da ist das 1:0, mein fünftes Tor im vierten Spiel, bis jetzt jedes Spiel getroffen und man sieht hier, das ist kein Jubel, sondern der First Touch war einfach komplett mit der Stelle, wo es am meisten wehtut. Auf jeden Fall ein geiles Ergebnis, 1:0, das würde uns fürs Finale reichen.
Bei Unentschieden gibt es direkt Elfmeterschießen. Nochmal jetzt hier 40 Minuten von der zweiten Hälfte. Erste Aktion, jetzt bin ich hier am Ball. Spiel nochmal zurück auf unseren Sechser. Der will den Ball reinbringen, am Ende dann aber abgefälscht. Und keine gefährliche Aktion. Weiter jetzt hier mit einem hohen Ball. Den können wir verlängern auf unsere rechte Seite. Dann ist es aber ein bisschen hektisch und der Ball am Ende nicht gut gespielt. Wieder eine Ecke von mir. Wieder wird es gefährlich. Wieder kein Tor. Das ist hier ein bestimmtes Muster. Da muss man noch mal ein bisschen an den Ecken arbeiten, vielleicht noch mal ein bisschen abstimmen, wo wer steht, wo der Ball genau hinkommen soll. Aber dafür ist ja auch die Vorbereitung da. Jetzt bin ich hier am Ball. Der nächste eigentlich so geile Dribblinglauf, aber da kriege ich es einfach nicht hin, den Ball im richtigen Moment abzuschließen. Und genau wie in der ersten Halbzeit eigentlich eine geile Aktion, die dann aber am Ende nicht perfekt ist, weil der Abschluss einfach nicht da ist oder nicht passt. Gegner jetzt hier mit zwei Torchancen, zweimal aufs Tor geschossen, Berghofen. Und weiter mit einem überragenden Ball von unserem Torhüter auf die rechte Seite. Rechtsverteidiger macht eine richtig geile Aktion, steckt mich jetzt hier durch. Ich gucke einmal hoch, sehe jetzt nicht wirklich jemanden in der Mitte. Und dann hier so ein wirklich schlechter Ball in den Ruckraum. Da habe ich auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung getroffen und hätte man besser ausspielen müssen. Berghofen hat jetzt hier einen krassen Run, geht da an zwei Leuten vorbei und auf der Linie geklärt von unserem Innenverteidiger. Auf jeden Fall Glück gehabt, dass wir hier nicht den Ausgleich kassieren. Berghofen macht jetzt auch wieder mehr. Man merkt, dass sie wieder kommen und haben jetzt hier die nächste Chance, wo wir Glück haben, wo der Abschluss nicht ganz präzise ist. Weiter geht's jetzt hier. Ball kommt jetzt zu mir. Jetzt dribbel ich hier weiter. Will erst auf rechts rausspielen. Denk mir dann aber, wieso nicht die Mitte anspielen. Stürmer wollte aber durchlaufen. Ich wollte in den Fuß spielen. Und solche Missverständnisse sind eigentlich immer in der Zone dann ein Ballverlust. Langer Ball jetzt. Überragend gespielt und da haben wir die nächste richtig gute hundertprozentige. Am Ende sagt der Schiedsrichter Abstoß. Vielleicht hätte man Elfmeter geben können. Meiner Meinung nach muss man das aber nicht unbedingt. Jetzt habe ich getauscht, bin jetzt im linken Mittelfeld, nicht mehr Zehnerposition. Also linke Seite hier ein bisschen beackern. Da habe ich schon eine Balleroberung, spiele den dann weiter. Und jetzt könnte mich mein Kollege hier durchstecken, versucht dann aber den Chip über den Torhüter. Da war ich kurz ein bisschen angepisst. Auch die rechte Seite war da frei. Aber ganz ehrlich, man selber hat auch immer mal wieder solche Aktionen. Deswegen passiert und weiter geht's. Jetzt haben wir hier den Ball gut erobert, haben jetzt hier Überzahl vorne, können das gut ausspielen. Allerdings, wir sind sogar frei durch hier. Und dann kann der Keeper den Ball sogar noch am Ende halten. Also die nächste riesige Chance für unseren Stürmer, der den dann am Ende nicht macht. Und was wir in diesem Spiel noch gar nicht hatten, eine Ecke für uns. Die kommt jetzt aber nicht gefährlich. Jetzt hier eine Balleroberung von mir. Wir sind mittlerweile in der 70. Minute, nicht mehr lange zu spielen. Versuchen jetzt hier das hinten dicht zu halten, mit allen zu verteidigen. Jetzt bin ich hier nochmal am Ball, spiele den Ball weiter. Da kommen wir jetzt aber nicht mehr gefährlich mit nach vorne. Weiter geht's jetzt hier. Da verlieren wir erst den Ball und jetzt kann ich hier den Ball nochmal wiederholen. Das ist natürlich immer gut, wenn man gegen den Ball arbeitet und ein paar Bälle auch gewinnen kann. Und der hohe Ball ist richtig stark gespielt, aber der Abschluss geht dann drüber. Das war nochmal eine richtig geile Torchance. Und jetzt zeige ich euch ein bisschen längeren Clip. Hier passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Jetzt geht's erst nach vorne für uns. Ball von mir weitergespielt. Jetzt dribbelt unser Sechser hier an, kann auf die rechte Seite rausspielen. Da haben wir jetzt viel Zeit. Der Gegner muss natürlich aufmachen, hat dann nicht mehr so viele Leute hinten. Und jetzt habe ich hier die Mega-Volley-Chance. Und warum ich den nicht direkt einfach versuche, weiß ich einfach nicht. Wenn man sich das anguckt, wollte ich den annehmen und nochmal ins Dribbling gehen, anstatt einfach mal Volley drauf zu hauen. Szene ist aber immer noch nicht vorbei. Ball geht zu unserem Linksverteidiger. Ich komme jetzt hier entgegen, stehe im Abseits und lasse den Ball dann einfach durch auf unseren Stürmer. Und jetzt beim dritten oder vierten Versuch im 1 gegen 1 macht er das Ding jetzt rein und damit ist das Spiel auch vorbei. Es gibt jetzt noch eine letzte Aktion, das ist ein Freistoß für den Gegner. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Wird der nochmal gefährlich oder ist es das 2:0? Es ist das 2:0 Endergebnis und damit sind wir im Finale von dem Vorbereitungsturnier in Hörde. Auf jeden Fall geiles Spiel gehabt, ich muss sagen. Zehner-Position liegt mir nochmal ein bisschen besser als dann auf Außen, weil ich einfach diese Viererkette andribbeln, dann eine Entscheidung machen. Das kann ich eigentlich ganz gut. In dem Spiel zweimal die falsche Entscheidung getroffen, vor allem bei der Szene in der ersten Halbzeit mit links einfach in die Ecke schieben. Dann ist das mein zweites Tor, wäre das dann in diesem Spiel gewesen. Trotzdem muss ich sagen, Leute, es macht Bock zu zocken. Wir sind im Finale, freut euch drauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.